Das Geschehen an den Aktienmärkten ist heute eigentlich überschaubar aufregend, aber dennoch ist dieser Tag ungemein bedeutsam, ungemein sprechend, finde ich, denn es zeigt, dass da jemand ein bisschen die Kontrolle verloren hat, und das zeigen verräterische Aussagen, die tief blicken lassen, nämlich von Mitgliedern vor allem der Fed, aber auch der EZB. Es sind verräterische Sätze, die einen Kontrollverlust zeigen, die schon eine erste Spur von Panik zeigen und die klar machen, dass man sich geirrt hat und nun überhaupt nicht weiß, wie man sich verhalten, positionieren soll und jetzt sich in Zweckoptimismus flüchtet und versucht, sich die Dinge irgendwie schon schön zu reden. Wenn ich das mal mit einer biografischen Geschichte verknüpfen darf, die eigentlich gar nicht schön ist. Ich habe einige Wochen im polnischen Krakau als junger Mann verbracht und dort unweit eines Schlachthofs offenkundig gewohnt. Den habe ich nie gesehen, aber gehört, nämlich jeden Samstag wurden dann Schweine angeliefert per LKW, und als die Schweine ausstiegen, waren die zunächst mal gut drauf. Hey, neue Bewegung, frische Luft. Wir sind raus aus diesem Stall da in diesem LKW. Erstmal also richtig gute Stimmung, man hörte richtig optimistisches Grunzen, aber dann sahen bzw. wahrscheinlich rochen die Schweine, was da los ist, was da auf sie zukommt, und das zukommt, und das schlug dann um in pure Panik. Und man hat das Gefühl, die Notenbanker sind jetzt aus dem LKW raus und sehen den Schlachthof schon und sind jetzt so dabei, die Fassung zu verlieren, ohne jetzt schon direkt in totale Panik zu geraten. Aber es ist schon ein bisschen kurz davor. Schauen wir uns mal hier ein paar Aussagen an, zum Beispiel die EZB. Da überlegt man jetzt nochmal irgendwie, wenn dieses PEP Notprogramm, das ja eigentlich nur für die Pandemie geschaffen wurde, dann ausläuft im Frühjahr nächsten Jahres, dann will man weiter irgendwie Ersatz schaffen. Und hier ein Bericht einer Agentur, die sich da auf Insider innerhalb der EZB beruft, die ganz klar sagt, die EZB studiert jetzt also eine Möglichkeit, ein neues Anleihekaufprogramm aufzulegen, wenn PEP, also dieses bisherige Programm, endet, damit man Chaos an den Märkten verhindert. Aha, man fürchtet also, dass die Märkte in Chaos stürzen, wenn die Fed ihr QE beendet. More QE to prevent a market sell-off, wie Sven Henrik hier klar und eindeutig auf den Punkt bringen. Sie erzählen einem buchstäblich, worum es bei diesem QE wirklich geht, bei diesem Anleihekaufprogramm. Es geht nicht um die Wirtschaft, vergessen Sie das. Es geht einerseits um die Finanzierung, vor allem der Südstaaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite zur Stützung der Finanzmärkte. Das ist so klar in diesen Aussagen. Villeroy, der Franzose, hat das heute, ja, wir werden dann vielleicht mehr Flexibilität brauchen, etc. All schwurbel, schwurbel, schwupp. Darum geht es, Finanzierung von hochverschuldeten Staaten auf der einen Seite und möglichst keine Panik an den Finanzmärkten auf der anderen Seite. Aber auch die Genossen von der Fed haben hier Interessantes gesagt, zum Beispiel Bostich, Chef der Atlanta Fed, der jetzt also das Wort transitorisch, vorübergehend, nicht mehr gerne so verwendet, sondern sagt, ja, die Inflation ist vielleicht episodisch. Also Sie sehen schon, wenn jetzt neue Begrifflichkeiten hier erfunden werden, wie die Lage ist im Februar oder ab Februar, hat uns, oder ab dem Jahr 2020 genauer gesagt, hat uns die Fed erzählt, die Inflation wird transitory sein, und jetzt zeigen die Aussagen von Bostich, der heute gesagt hat, es gibt eine signifikante Unsicherheit, wie lange die Inflation wirklich dauern wird, wie lange der Inflationsdruck dauern wird. Wir haben überhaupt keine Ahnung, heißt das ja faktisch. Man war sich also vorher sicher. Jetzt sagt man, wir haben überhaupt keine Ahnung. Und das ist natürlich für eine Notenbank ein ziemlich unschönes Eingeständnis. Denn wenn ich die Inflation im Griff habe, habe ich alles im Griff. Dann habe ich die Märkte im Griff, dann habe ich die Wirtschaft möglicherweise im Griff, auch wenn das vielleicht eine Illusion ist. Aber dann habe ich zumindest die Illusion von Kontrolle. Wenn ich allerdings dann mit einer dauerhaft hohen und sich vielleicht durch die explodierenden Energiepreise auch eskalieren, Inflationssituation zu tun habe, dann kann ich eben nichts heilen mit Gelddrucken, sondern dann muss ich wahrscheinlich in eine sich abkühlende Wirtschaft hinein sogar die Geldzufuhr, die Liquiditätszufuhr, die man den Märkten gegeben hat, radikal zurückfahren, vielleicht sogar Liquidität verknappen, wie Paul Volcker das dann in den 1970er Jahren für die Fed richtigerweise gemacht hat. Damals konnte man den Schmerz noch ertragen, jetzt würden alle wahrscheinlich so viel heulen, dass das überhaupt gar nicht mehr geht. Das ist das große Problem, aber wir sehen hier bei Bostich exemplarisch,
wie verräterisch eigentlich solche Aussagen sind, wie hilflos man inzwischen geworden ist. Und schauen wir uns dann auch mal fett Clarida an, den Vizechef, der dann gesagt hat, ja, die Risiken in Sachen Inflation sind auf der Oberseite. Okay, sowas hat man schon öfter gehört, aber was neu ist, was er heute gesagt hat, wir haben einen Flavor of Stagflation, also eine Art, wie soll man das bezeichnen, eine Art Geruch von Stagflation, der hier in der Luft liegt, könnte man vielleicht übersetzen. Und hier zynische Kommentare von Sven Hendrik und auch Zero Hedge. Any Clarida Trade Updates? Ja, wie setzt ihr das denn um? Fragt dann auch Zero Hedge. Ja, wenn jetzt wir möglicherweise von einer unwillkommenen Anstieg der Inflation stehen, wie tradet der das, der Clarida? Das ist eine sarkastische Anspielung. Natürlich an diese Traderei von Notenbankern. Clarida hat ja auch ein nicht ganz unwesentliches Portfolio, das er teilweise ja schon zu gewinnen hat nutzen können als FED-Mitglied. Jetzt hat heute der Internationale Währungsfonds gesagt, ja, also wir sehen eine zunehmende gefährliche Divergenz zwischen einer abkühlenden Wirtschaft und global stagflationären Tendenzen, also genau das, was derzeit der Fall ist. Und die Notenbanken müssten very, very vigilant sein, sehr, sehr achtsam, sehr, sehr vorsichtig sein, dass sie dann rechtzeitig die Geldpolitik drosseln oder die Geldpolitik straffen. Also genau das, was ja vor allem die EZB nicht machen will, dass die EZB hier so noch dovish daherkommt. Das schadet natürlich dem Euro, Euro-Dollar deshalb unter Druck, aber es zeigt noch die Illusion, dass die EZB wirklich glaubt, in diese inflationäre Situation hinein nochmal Liquidität in die Märkte schütten zu können und wie stark teilweise Ideologie oder Wunschvorstellung von der Realität entfernt ist. Das sieht man etwa bei JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Die werden ja morgen Zahlen berichten. JP Morgan, morgen kommen dann auch die Verbraucherpreise, by the way. Jedenfalls sagt er, diese Supply Chain Hiccups, also dieser Schluckauf sozusagen der Lieferketten, der wird bald nachlassen. Dagegen Morten Engelstoft, der CEO von Maersk, der also respektive von APM, das zu Maersk gehört, der also weiß, was in der Praxis wirklich der Fall ist. Der sagt, also das wird noch sehr, sehr lange mindestens in 2022 der Fall sein. Da ist überhaupt kein Ende absehbar. Da sehen wir also die Differenz zwischen Hoffnung und Realität. Ja, was wird die FED draus machen? Die FED wird nichts anderes können, als hawkischer zu werden, wie hier Andreas Deno Larsen zeigt. Nämlich, wenn wir uns mal zum Beispiel die Price Change, die geplanten Price Changes anschauen der Small Businesses in den USA, also der kleineren Unternehmen in den USA, dann sind die massiv nach oben geschossen. Das heißt, die müssen ihre Preise anheben, schon weil die Löhne deutlich steigen. Und normalerweise gibt es einen Vorlauf dieser Kategorie beim NFIB, also bei den Small, bei den kleinen US-Firmen von 10 Monaten gegenüber der offiziellen Inflation CPI, Consumer Price Index. Also die FED sitzt in der Falle, alle sitzen sie in der Falle und glauben noch in irgendeiner Form überhaupt etwas tun zu können. Clarida hat ja gesagt, ja, es ist jetzt Zeit wirklich mit dem Tapering zu beginnen. Das wird dann Mitte 2022 abgeschlossen sein. Vielleicht wird es deutlich früher abgeschlossen sein, weil man gar nicht anders kann. Aber kommen wir nochmal zu dieser Lohnpreisspirale zurück. A record number of Americans just quit their jobs. Also so viele Amerikaner haben jetzt im letzten Monat, im August, sind die neuesten Zahlen, ihren Job verlassen. Wie noch nie, A, weil sie teilweise sich komplett zurückziehen oder weil sie sagen, ich werde in einem anderen Job deutlich mehr verdienen. Wir sehen hier zum Beispiel auch die frischesten Zahlen der New Yorker Fed in Sachen Inflationserwartungen der Amerikaner. Neues Allzeithoch, wir sind jetzt 11 Monate in Folge gestiegen. Diese Berechnung der New Yorker Fed gibt es seit 2013 noch nie, war sie so hoch. Noch nie gab es 11 Monate in Folge hier steigende Inflationserwartungen. Also die Leute spüren, ja, das Leben wird teurer, also brauche ich höhere Löhne. Und hier sehen wir mal, wie die Löhne inzwischen gestiegen sind. Wenn man das mal mit Basiseffekte, also die Vorjahresergebnisse, die durch Corona verzerrt sind, jetzt mal rausrechnet, sehen wir, dass die Wage Inflation, also die Lohninflation, so hoch ist wie seit Anfang der 1980er Jahre. Und all das zeigt sich dann eben in dieser Bereitschaft der Amerikaner zu sagen, hey, ich weiß genau, es gibt Knappheit an Arbeitskräften, da kriege ich woanders höhere Löhne, da gehe ich doch besser weg. Wir haben jetzt einen Rekord von 3,3% und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich jetzt vor weiteren Lohnsteigerungen stehen. All das deutet ganz klar darauf hin,
dass das gar nicht anders mehr gehen wird, auch weil die Mieten massiv gestiegen sind. Es sind so viele Komponenten, die da viel teurer geworden sind. Die Arbeitnehmer brauchen auch diesen Ersatz für diese gestiegenen Preise und die Fed wird gar nicht anders können, als eben zu agieren, wie sie agiert, wie auch die Bank of America sagt. Also die Zeiten, wo die Fed praktisch nur daran gedacht hat, die Märkte zu retten, die könnte erstmal vorbei sein. Und das könnte eben auch bedeuten, dass buy the dip jetzt irgendwo vorbei ist, auch wenn viele gerne daran festhalten. Kommen wir nochmal zurück zu den Small Businesses. Die sind immer pessimistischer jetzt, weil sie sagen, hey, wir finden die Arbeitskräfte nicht und wenn wir sie finden, dann müssen wir exorbitant hohe Löhne zahlen. Das sehen wir hier etwa in den Zahlen konkret ausgedrückt. Die Zukunftserwartungen dieser Small Business ist deswegen deutlich nach unten gegangen. Man wird pessimistischer, reagiert damit auf Geschäft, auf nachlassendes Geschäft. Das spüren die Unternehmen bereits, das spüren auch viele deutsche Unternehmen. Gerade mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, in diesem Bereich, wo ich bin, da merke ich deutlich schlechtere Geschäfte, die Umsätze gehen deutlich zurück und das wird für viele Unternehmen gelten. Inzwischen jetzt eben dieser Pessimismus aus dieser toxischen Kombination, die wir derzeit haben, auch bei den amerikanischen Kleinunternehmen. Wenn wir uns jetzt mal die Volkswirtschaften insgesamt anschauen, dann sehen wir mal die Abweichung der Konjunkturdaten von der vorherigen Erwartung. Die ist ganz schlimm in UK. Gut, da wissen wir, ist ein kleines Problemchen, nicht zuletzt durch den Brexit, Lieferketten, Engpässe, zu wenig Arbeitskräfte, dann Brasilien, Japan, China, dann der Weltdurchschnitt, dann Indien, dann die USA, dann kommt die Eurozone und besser ist es nur als erwartet in Südkorea, Australien und Russland. Australien, weil Rohstoffe, Russland, weil auch Rohstoffe, Südkorea, was nicht, weil sie an Samsung haben, gell? Aber Samsung ist auch auf 10 Monats tief, also warum Südkorea besser abschneidet, kann ich nicht sagen. Wir jedenfalls schneiden nicht gut ab. Das sehen wir heute im im ZEW-Index. Fünfter Rückgang in Folge, Lieferkettenengpässe, Materialmangel, bla bla bla. Diese ganze Litanei, die Sie von mir jetzt wahrscheinlich schon kennen und die Ihnen zu den Ohren raushängt. Aber es ist der Fall. Wir sehen hier in der Grafik von Holger Čepić, wie die Kurve hier nach unten geht. Es wird also immer krasser. Kommen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Da sehen wir, dass der S&P, also die amerikanischen Aktienindizes, jetzt vier Jahre in Folge alle anderen Aktienmärkte outperformed haben in den ersten drei Quartalen. Das ist in diesem Jahr auch der Fall. Also die Amerikaner, die haben vielleicht auch bisher nicht ganz dieses dicke Problem mit der überschießenden Energiesituation. Allerdings haben die vorher schon eine deutlich höhere Inflation gehabt. Und auffallend ist auch, wenn wir mal zur Markttechnik kommen, dass in der letzten Stunde des Handels an der Wall Street die Kurse tendenziell eher nicht so gut laufen. Nur zweimal war das positiv in den letzten 10 Sitzungen. Buy the dip, eher sell the rally, hat man den Eindruck, ist derzeit angesagt. Das sehen wir auch im deutlich schlechter werdenden Risikoappetit der Investoren. Die verlieren geradezu ihren Appetit, könnte man sagen. Jetzt kommen wir nochmal nach Deutschland, meine Damen und Herren, und dann kommen wir zu Marcello Fraccherino, der derzeit ja sehr intensiv in Medien der Fall ist, Handelsblatt etc., wo er überall Interviews gibt oder Texte schreibt. Hier zum Beispiel ein Kommentar im Handelsblatt, wo Fratscher sagt, ja, die höhere Inflation ist willkommen und notwendig für die Transformation der deutschen Wirtschaft. Klagen über gestiegene Energiepreise führen in die Irre, denn klimaschädigendes Verhalten von Unternehmen und Menschen muss teurer werden, sagt der Marcello. Ja, das erzählt der Marcello vielleicht mal denjenigen, die gerade ihren Job verlieren, weil die Produktion runtergefahren wird. Ich habe schon erzählt von Aluminiumherstellern. Heute hat Salzgitter etwa gesagt, wir müssen möglicherweise die Produktion in Peine deutlich runterfahren. Bei Hannover, es sind derzeit sehr, sehr viele Firmen, die jetzt runterfahren müssen aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten. Und der Marcello, der hat natürlich wunderbar reden, denn das DIW, für das er arbeitet oder dessen Chef er ist, das ist überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert. Marcello, vielleicht würdest du dich mal auf den Arbeitsmarkt begeben, entweder als Unternehmer oder als Arbeitnehmer und dann mal dich in der freien Wirtschaft bewegen und nicht so einen Scheiß reden, auf Deutsch gesagt, Marcello. Und das wäre doch eigentlich mal das, was angesagt wäre. Beweise dich doch mal und nicht hier diese absolut ideologische, verbrämte Dünnkacke, auf Deutsch gesagt. Man muss es so deutlich wirklich formulieren. Das geht so an der Realität der Menschen vorbei. Das geht so stark an allen Realitäten, die derzeit der Fall sind, vorbei, dass man da eigentlich nur noch den Kopf schütteln kann. Also als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, was ist mit dem los? Was wirklich los ist, das sehen Sie in diesem Artikel
mit einem Video, mit einem Film des Südwestdeutschen Rundfunks, also staatliches Medium, generell unverdächtig, Strompreis explodiert mit der Energiewende in den Blackout, wo wir mal ganz konkret sehen, was das für einzelne Firmen bedeutet, wenn die Energiekosten, die Strompreise so massiv durch die Decke schießen, wie das derzeit der Fall ist, und dann das abgleichen mit den Aussagen von Marcello Fratscher, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Das tue ich jetzt und wünsche einen schönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao. Schauen Sie sich das an, das ist wirklich sprechend, was da die deutsche Wirtschaft derzeit erlebt. Das ist schon ein echter Hammer. Ich sage Servus und Ciao.